Ähnlich dem aus dem aus dem Eisenkönig DLC. Abgieriger André. Und wen können wir hier rufen? Ruinierter Alphys. Ich wechsle erstmal vom Hartstahlring auf den Aschenknöchelring. Sicher ist sicher. Und dann rufen wir mal ein Phantom für den ersten Versuch. Für das Gebiet hier brauchen wir nämlich jetzt mehr Versteinerungsresistenz als Schutz. Denn hier sind Spuckerstatuen. Rote Spuckerstatuen, um genau zu sein. Au. Hier oben geht's noch mit denen. Weiter unten wird's dann garstiger. Und ja, das ist wieder ein Gebiet, durch das wir uns durchkämpfen müssen. Am besten ohne, dass mein NPC versteinert wird. Ja, gib mir mal einen Flammenschmetterling. Wir zünden mal ein bisschen hier die Gegenden an. So. Eins tiefer wird's schlimmer. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Denn nicht nur, dass hier jede Menge Gegner sind und Spuckerstatuen. Hier sind auch noch Wow. Ja, hier sind auch noch solche Spuckercluster. Au. Die sich bewegen. Und vergiften. Aber zum Glück sind es giftige, keine versteinernde. Schalten wir die mal vorsichtig aus, damit wir uns hier erstmal in Ruhe umsehen können. So. Weil hier liegt auch noch ein bisschen Loot herum. Ja, genau, du heil dich mal hoch. Das ist vernünftig. Zwei Leuchtkäfer ist okay. Der coole ist nichts mehr. So. Ja, hier laufen noch viele von denen rum. Ist der coole was? Nein. Nachricht lesen. Blutfleck berühren wollte ich nicht. Lügner voraus, ja. So, hier ist eine Truhe. Und André ist eigentlich ziemlich. Oh, er ist vergiftet. Drei versteinerte etwas. Das ist gut.
Dich? Weg. So. Und dich weg. Ja, da würde es weitergehen. Da müssen wir auch nachher weitergehen. Wenn wir uns hier fertig umgesehen haben. Hier ist nichts versteckt. Also ja, wenn man vorsichtig ist, geht das mit dem versteinert werden. Au. Als ich nämlich das erste Mal hier runtergekommen bin, bin ich versteinert worden. Ah, Asketenleuchtfeuer. Ich lerne es irgendwann noch, die Dinger richtig auszusprechen. Falscher Weg. So, sicher ist sicher. Wir heilen mal kurz hoch. Und dann geht's hier runter. Beherrschung. Okay, das können wir nicht zerstören. Vision von Toxin, ja. Erstmal dich loswerden. Und da hinten ist schon die Nebelwand. So, locken wir mal einen von ihnen an. Das hier sind nämlich jetzt die mit Gift. Okay, nur der eine war giftig. So, der ist weg. Und der ist auch weg. Oh, hier war ja auch noch ein Wurm. So, Wurm ist weg. Jetzt die beiden ausschalten. So, und jetzt die Versteinerungsding. Ah, der Wurm hat was gedroppt. Glitzerndes Titanit, sehr schön. Ja, hier. Ah ja, hier ist böse. Oh. Köderschädel, die nichts bringen. Gut. Hier wird nochmal Reparaturpulver benötigt. So. Falsch. Ich heile mal. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen angenehmer durchzukommen als durch den Eisenkorridor. Nur der Boss ist ein bisschen lästiger. So, mal sehen, ob wir es mit dem habgierigen André schaffen, das Trio zu besiegen. Äh,
Erster Bogenschütze. Der Bogenschütze ist nämlich am garstigsten. Au. Au, au. Nein, wenn alle drei auf mich kommen, ist das auch nicht gut. Gut ist es, wenn ich sie backstabben kann, genau. So, na. Ah. Und ich bin tot. Ja. Gut. Da habt ihr wenigstens schon mal für dieses Mal die Bosse gesehen, die richtig garstig sein können. Ich mach mich nochmal menschlich. Und ich glaube, fast die drei muss man wirklich mit beiden NPCs am besten besiegen. Also ja, mit dem und dem hier. Aber leider ist unsere Aufnahmesession schon wieder fast am Ende. Deswegen porte ich mich jetzt hier raus. Und zurück nach Majula. Obwohl. Komm, nutzen wir die Minuten noch und gehen schnell zu den Krähen, die neuen Steine abgeben, die wir jetzt gefunden haben. Jetzt müssen wir ja keine Rücksicht mehr auf die Spuckechsen nehmen, sondern nur noch die Giftsoldaten besiegen, wenn wir da durch wollen. Da wir uns ja jetzt schon überall umgesehen haben und alles aufgesammelt haben, was wir wollten. Ja, gebe ich euch. So, was kriegen wir? Wieder ein Dämonengroßhammer. Noch ein Dämonengroßhammer. Und einen fossilen Drachenknochen. So, und dann das hier alles ablegen. So. Magierstein. Ein Lebensstein, na ganz toll. Eine Titanitscherbe, alter irdischer Stein und ein geborstener roter Augapfel. Nicht das, was ich mir erhofft habe. Aber besser als nichts. Und wir waren wenigstens in der Aufnahmesession mal ein bisschen produktiver als im Old Iron King teilweise. So, das heißt, aussortieren. Hier gibt es nichts zum Aussortieren. Die können wir aussortieren. Die Köderschädel können wir verkaufen. Die Dämonengroßhämmer verkaufen. Und ja, das wär's. Zurück nach Majula. So, dann heißt es hier mal wieder Zeit für einen Cut. Also, bis zum nächsten Mal.